Hi ihr Lieben, heute möchte ich euch die Bauchwelle zeigen und wie ihr sie mit Schrittkombinationen verbinden könnt. Hi everybody, today I will show you the belly roll, Camille from up to down with some traveling steps. So, los geht's auch schon, wir stellen uns diagonal hin, so try to stay diagonal and come up with your chest, like up, yeah, up, like imagine here's the ring and somebody is pulling the ring up. Stellt euch vor, hier habt ihr einen Ring und da ist eine Schnur dran und jemand zieht eure Brust so nach oben. Dann geht ein wenig nach hinten, go to the back a bit, then go down with your chest, runter mit eurer Brust, stomach in, Bauch einziehen and pelvis down, Becken fallen lassen. Nochmal, again, up, go back, down, Bauch einziehen und fallen lassen. Okay, nochmal. Nach vorne, Brust hoch, Brust runter, Bauch einziehen, Becken fallen lassen. Okay, try to open your arms and again. Up, chest down, stomach in, pelvis down. Again, up and down. In the same time, schaut mal auf meine Knie, look at my knees. I go to the front, yeah, I'm straight with my legs. Then I go down, down, down and in my knees. I go down a bit, please. Kommt ein wenig in die Knie, geht ein wenig runter und wenn ihr wieder hochkommt mit der Brust, werdet ihr gerade mit den Knien und runter. Okay, achtet darauf, dass wenn ihr das diagonal macht, das macht man eher diagonal, so you have to do it diagonal, because when you do it front and straight, nobody can see that. When you do it diagonal or from the side, it's much better. So, okay, stellt euch ein wenig diagonal hin, nun die Schritte, so the steps, right side again. Rechts ist frei, Schritt, ran, Schritt und left. Left, one, yeah, and step, 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 and step, step, step. Open your arms. Step, 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 and step, step, step. Up, one, two, three, and one, two, three. Chest up, up, step, go down, step, up, step. And then, like this, a small circle, eine kleine Schleife mit dem Fuß and step. Up, step close, down, step up and down with circle with your feet. And one and two, circle, one and two, and one and two, and one and two, and with arms. One and two and down, one and two, up, one and two, and one and two. So right side is free, now we do a circle. Nun machen wir einen Kreis zusammen. Also, habt die rechte Seite frei, öffnet die Arme und macht Schritt vorne, Schritt hinten, Schritt vorne, hinten. Und macht dabei so einen Kreis um euch selbst herum. Ja. Left is free and with left. Front and cross back. Front, cross back. Also Schritt vorne, Kreuz hinten. Schritt vorne, Kreuz hinten. Schritt vorne, Kreuz hinten. Schaut mal. Auf Zehenspitzen. Relevé. Open arms. One and one. Cross. One, cross. Zack, cross. Zack, cross. Change. One and zack and zack and zack and zack. Ja. Probiert das 4, 6 oder 8 Mal zu machen. Try to do 4, 6 or 8 times. With right side first and with Camille. And 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. Change. Left and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. You can do it also straight in a line. Ihr könnt auch geradeaus, also rechts, links laufen, ohne dass ihr im Kreis geht. Schau, right side is free, okay? One, two, cross, three, cross, four is just step, change your balance, left is free. One and two and three and four. Yeah, now with diagonal and with Camille, belly roll up, down, up, down, up, down, change,
Up, down, up, down, up, down. Change, yeah. One and two and three and four. One and two and three and four. Nun mal mit einer Drehung. So, just a turn. One, two, three. Bam. One, two, three. With a turn. Right side is free. Only the steps. One, two, three, four. Turn. Left is free. One, cross. Two, cross. Step for the turn. Turn. And one, and two, and turn. And one, and two, and turn. Look at my feet. Right, left, right, left, right, left, right, and left, right, left, right, left, right, left. So wechselt ihr immer die Füße, wenn ihr praktisch, ihr müsst halt immer abzählen und immer euer Gewicht auch verlagern. Das ist ein wenig schwierig, aber mit der Zeit werdet ihr das lernen. So thank you so much for watching. I hope I could teach you well today. And yeah, let's see us next week or to my next tutorial. Ciao.